Hallo zu Inside Politics. Heute mal geht es um ein wirtschaftliches Thema. Ich bin hier mit Herrn Eberhard Schrempf, seines Zeichens nicht nur FH-Professor, sondern Sie sind auch der Geschäftsführer der Creative Industries. Meine Frage ist, was ist Design und welche wirtschaftliche Bedeutung hat Design für Graz und die Steiermark? Darüber, was Design ist, haben sich schon tausende Menschen die Köpfe zerbrochen. Die Antwort ist enorm vielfältig und mir ist wichtiger, eigentlich daran zu arbeiten, dass die Leute verstehen, was Design leisten kann und welche Auswirkungen es hat. Design ist, Gestaltung, Design ist hierzulande viel zu sehr als Styling, als Oberflächenbehübschung noch verstanden. Design ist aber eigentlich viel mehr, ist ein Gestaltungsprozess, ein intelligenter Gestaltungsprozess, das letzten Endes Innovationstreiber ist. Design könnte man auch sagen, ist sozusagen ein Differenzierungsmerkmal. Das ist deshalb wichtig, weil es gibt jene Produkten, Services, Entwicklungen, die Form, die Bedeutung, die für die Differenzierung von Dingen wichtig ist. Und damit erkläre ich sozusagen Design. Ich verstehe. Und wie wollen Sie die Designstadt Graz, weil Graz ist nun mal die City of Design, weiterentwickeln? Welche Schritte, welche Aktionen wollen Sie setzen? Sehr wichtig ist, dass Design in dem Verständnis, sozusagen in die DNA der Stadt einsickert. Das ist ein Prozess, der längerfristig gedacht werden muss. Auf der einen Seite natürlich dieser Kultur bzw. dieses Netzwerk, der UNESCO City of Design, als ein Ort, weil es uns Möglichkeiten und Optionen schafft, wirklich Brücken in andere Städte zu bauen, in andere Kulturen zu bauen, die dann die Kreativen, die Kreativwirtschaft, die Designer entsprechend nutzen können. Wir haben hier Partner und Verbündete, die natürlich diese Chance auch mit uns gemeinsam nützen wollen. Wir haben da einen riesigen gemeinsamen Markt. Welche Partner wären das? Im Moment sind 16 Städte in Europa, etwa Turin, Bilbao, Berlin, Helsinki, dann die Saint-Étienne in Graz. In Nordamerika ist es Buenos Aires. In Japan sind es 2 Städte, Nagoya und Kobe. In China sind es 3 Städte, in Seoul, in Korea. Also das ist eine Riesenchance. Nicht nur kultureller Austausch, sondern tatsächlich auch einen Mehrwert zu erreichen, dadurch, dass man andere Zugänge hat, indem man diese Brücken auch nützt, die wir bauen. Gut, dann haben wir noch eine Frage. Ich habe mir vor kurzem einen 3D-Drucker gekauft. Das ist eine Grund, ich habe jetzt Maschinenbau und habe daher auch viel mit Design zu tun. Wie wollen Sie jetzt sozusagen der Generation 20-, also der Jugendlichen und Kinder, Design näher bringen, auch neue Technologien wie eben 3D-Druck, 3D-CAD und so weiter? Wie soll man das im Schulunterricht einbauen? Gibt es da auch konkrete Projekte? Ja, ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man diese Tools auch entsprechend nützt und irrsinnig viel experimentiert, ausprobiert und vordringt in ganz neue, unbekannte Sphären. Das ist etwas, was die gesamte Industrie, die gesamte Produktionsgesellschaft revolutionieren wird. Das Wissen darüber ist enorm wichtig, das dann entsprechend zu teilen. Und da habe ich bei der jüngsten Generation, die sich damit auseinandersetzt, überhaupt keine Sorgen, dass das nicht auch entsprechend passiert. Es gibt Fab Labs, es gibt Think Tanks, es gibt Foren und, die sich damit beschäftigen. Und es wird eine ganz neue Dimension von Produktentwicklung, Gestaltung und letzten Endes auch Produktion erzeugen. Dann danke ich fürs Gespräch und wünsche noch frohes Basteln, wenn man das sagen kann. Frohes Basteln ist gut, danke.
immer, wenn etwas Neues sozusagen wechselt und in die Breite geht, frage ich mich, wie viel Kapazität ist unter den Leuten wirklich da dafür? Wir sehen es in Österreich, um ein ganz einfaches Beispiel zu nehmen, im Sport, wir sind ganz gut im Skifahren, seit ein paar Jahren auch wieder im Fußball. Dafür sind wir in der Leichtathletik sozusagen sehr im Hintergrund, im Schwimmen sehr im Hintergrund. Ist es in der Kreativität zum Bereich? Glauben Sie, gibt es unter den Spielleuten noch viel Kapazität, die man wecken kann, oder sind sie relativ schon ausgeschöpft? Kreativität als ein Prozess nehmen, den man definieren muss. Das heißt, man lernt zu sprechen, zu essen, trinken, kommunizieren, man lernt eine Sprache. So wie ich das gelernt habe, ich konnte es verstehen, rasch. Leidenschaft, Kreativität. Und je mehr wir Infrastruktur haben, je mehr kollaborieren wir miteinander. Gemeinsam sind wir stark. Also es ist
man muss das ja auch selbst wollen. Gehört Mut dazu, eines Seins, eines Kreatives zu wissen, wo man hin. Man kann ja nicht immer an die Politik Verantwortung schieben oder an der Gesellschaft, an fehlende Informationen weiterleiten. Also, man muss ja auch selbst wissen, wo man hin will. Und sich informieren, auch wo gut für eine gewisse Branche ist, sich zu präsentieren, was wir auch gemacht haben. Das ist maßgeblich unserem Erfolg beigetragen, sich zu trauen. Und es ist auch nicht so, wenn man hinkommt und sagt, ich will das machen, und dass man jetzt sagt, na, das ich helfe dir nicht. Natürlich ist das nicht alles so schwarz-weiß. Ein Satz vielleicht noch, was ich wichtig finde, ist, dass man die Balance findet von einer breiten Bewusstsein und einer Kultivierung zu erwirken für das Thema, von dem wir heute reden, aber auch den Mut hat, gezielt Qualität zu fördern und nicht nur die breite Masse, weil das haben wir, das Problem haben wir jetzt bei uns. Ich habe eine Frage, es gibt so das italienische Design, also man versteht, ein gewisses Bild, wie ein italienisches Design ist, das skandinavische. Als Produktdesign, ne? Als Produktdesign, ja, aber auch im weitesten Sinne. Also so ein Verständnis von Dingen, wie Dinge gestaltet sind. Gibt es da in Graz oder in der Steiermark eine Entwicklung, dass man sagen kann, es gibt eine Richtung, wie sich Grazer Design sozusagen etablieren könnte? Vielleicht ist das auch eine Marketingfrage, aber ich weiß nicht, gibt es da so Tendenzen, dass man sagen kann, es gibt eine Linie, wo sich eben so Design in Graz oder aus der Region entwickelt und das kann man, das ist eine Marke oder gerade eine Marke. Ja, aber Sie sagen das gut, der Italiener lebt der Design. Das ist so. Und wenn wir Design leben und das gehört der Zusammenarbeit, wenn man das zu unserem bewussten Alltag schaffen oder binden, wird diese Szene auch wahrgenommen. Also da kommuniziert dementsprechend mit Bündeln, ich muss dazu was sagen. Es gibt ein Nord-Süd-Design-Gefälle oder ein Süd-Nord-Design-Gefälle, sozusagen, im Designbegriff. Das heißt, die Schweden sind früher aus dem Paradies da drin, weil das so. Und wieder was damit zu tun, mit Geschichte zu tun. Und sagen wir so, nehmen wir die Finnen her. Ja. Die Finnen sind ständig fremdbestimmt gewesen, sind von den Schweden oder von den Russen besetzt gewesen, waren sich ein armes Volk. Die haben sozusagen keine Prunkbauten und nichts machen können, was aus ihrer eigentlichen Kultur und ihrer Identität sozusagen entsprochen hat. Das haben, eigentlich haben sie sich nur über die Alltagskultur bzw. über die Alltagsgegenstände ihre Identität schaffen können. Alles andere war sozusagen fremdbestimmt. Und daher gibt es dort so einen starken Gestaltungswillen für die Dinge und ein ganz anderes Verständnis von Design. Und das Nord-Süd-Design-Gefälle hat mit der Protestantismus und Katholizismus zu tun. Im Süden Volt und Glanz und Barock und gab es sozusagen mehr und mehr öffentliche Auftraggeber von den Kirche und Staat und Herrscherhäuser im Norden. Also je weiter nördlich, immer schon das zweckgebundenmäßiger wurde, da ist ja dann auch in der Reformation sozusagen, ist der Schnickstack weggelassen worden und das hat sich aufs Wesentliche konsolidiert. Und es ist sicher ein ganz starker Faktor. Und natürlich das nordische oder das skandinavische Design ist ein ganz, ganz pragmatisches daher. Und das zeichnet sich dann in der Formensprache auch entsprechend aus. Ne? Bei den Italienern ist das immer noch, das muss cool sein. Es ist nicht so wichtig, ob der Fiat funktioniert hat sozusagen, oder der Alfa. Jetzt schon. Aber Hauptsache, der hat cool ausgeschaut. Ja? Also diese, das Wolken, nur Volvo und Alpha herstellen. Ja, das sind zwei ganz, ganz unterschiedliche Designsprachen. Ja, und kulturell beginnt. Zu selber Zeit. Mittlerweile haben wir die Italiener auch die Volvo gestaltet. Ja, das gehört der Chinesen und jetzt.
Auf jeden Fall ein kurzes Statement. Ich meine, es hat ja sowas Regionales schon gegeben, da ich dazu, also die ganze Schule in der Zeit, war es doch ein Begriff auf international. Da sieht man, was passiert, wenn einfach diese Dynamik entsteht und da gewisse Dichte an Qualität entsteht. Die Qualität war sehr eingestellt, aber es war zumindest bekannt. Es gibt Zeit, da sehe ich gerade nicht, aber vielleicht nicht den Namen dazu noch. Das heißt, Marketing ist einfach ein wesentlicher Punkt und das sind ja gerade solche Institutionen ist bei uns, die CIS ist ganz, ganz wichtig, eben um diese gebündelte Kommunikation zu liefern. Marketing ist eine wesentliche Rolle, also auch jetzt in unserem direkten Fall, das muss man einfach genauso professionell und designen, das Marketing, als die Arbeit an sich. Industrial Designer des 20 Jahre. Ja. Und natürlich durch den Gerhard Häufler, aber auch ihn jetzt in der Fortsetzung seit dem Michael Lanz, ist ganz klar, dass die Entscheidung an der FH eine sehr, sehr stringente, klare Richtung und Positionierung im Industrial Design zu haben, ganz eine wesentliche war, und das sieht man ja dann, wenn dann Absolventen kommen und darüber reden und inzwischen Senior Designer und Designpartner auf der ganzen Welt sind. Also insofern kann man schon von einer Grazer oder steirischen Designposition sozusagen sprechen. Man kann nicht von einer steirischen Formensprache reden, das nicht. Ich glaube, dass das auch nicht gut wäre. Nein, es ist ja nicht so wichtig. Also, man merkt, dass europäisches Design als Gesamtes ein sehr, sehr hohen Stellenwert hat. Was uns ja positiv stimmt, auch für den Standort Europa jetzt genannt. So würde ich jetzt gut auf fairerweise, dass wir einen Gesamtüberblick haben, auch sagen, Infodesign wird man auch nicht übersehen. Ja, und viele andere Facetten von Design, weil an der FAGD bekanntermaßen die Definition oder der Begriff von Design erfreulicherweise ein sehr breiter, ein sehr großer Übersehen. Ja. International enorm wichtiger sozusagen Treiber, weil all diese jungen Designerinnen und Designer, die da ausgebildet werden, absolviert haben, rausgehen, zum Großteil oder zu einem sehr starken Teil wieder zurückkommen, aber die, die draußen sind, wie der Mann so gesagt hat, sind Botschafter, transportieren hier etwas mit, was enorm wichtig ist. Und ungefähr die Hälfte davon haben wir die Selbstständigen und die Hälfte davon ist dann in Positionen, also die wir dann Auftraggeber sind für Designer. Für sowas wie den österreichischen Designstil oder den italienischen Designstil. Die Zeit hat ja auch ein bisschen was mit der Wahrnehmung von Design in der Öffentlichkeit zu tun. Design wird oft mit Dingen aus dem Lifestyle-Bereich, also Möbel, Leuchten, Autos, Design verbunden, aber Design ist ja viel, viel mehr und das wird zumindest so bei den Konsumenten oft vergessen, also medizintechnische Produkte, Industrieprodukte. Da sind ja überall Designer mit dabei, da geht es um ganz andere Fragen. Es geht halt nicht um formale Gestaltung, auch, aber es geht vor allen Dingen um Serviceability, es geht um Reliability, es geht auch um Nachhaltigkeit, wie du vorhin gesagt hast. Und das ist natürlich für den Endkonsumenten nicht so sexy, wenn man das jetzt mal sieht, besser auf einer Designklasse, sei es jetzt Form oder Design, werden so hochkomplexe Produkte oft gar nicht behandelt, weil das sich nicht so gut abbilden lässt. Das kann man nicht in einem Artikel bei jedem Leser vermitteln. Das so hochkomplexe Aufgabenstellung. Deswegen gibt es einen italienischen Stil, der ist sicherlich geprägt in den vielen 80er und 60er Jahren. Das sind aber Möbel, Leuchten, Autos, im Automobildesign sind so ein bisschen ins Hintertreffen gebracht, muss man sagen, leider. Und es gibt natürlich auch den skandinavischen Stil, der aber auch schon mal lager existiert. Und es gibt im internationalen Design, wie du sagst, das German Design. Den Kulturraum wieder einbinden, das ist der technische Projekt. National-funktionalistisch wird aber im Ausland sehr hoch geschätzt, bei den Asien. Das will ich auch sagen, das ist auch das, was die Kanada auch hat, dass sie das gemacht haben. Das ist sehr technisch gewesen. Das hat wenig mit Teil, was ich formaler, ich glaube, informaler Gestaltungskultur, nicht nur heute, wie es geht.
Experience, die User Experience, die Usability, das sind die Schlagarten des Designs. Das ist heute in der Diskussion, die ein bisschen abgegangen ist. Da geht es um Kreativität, aber Kreativität ist ja kein Selbstzweck. Jeder Mensch ist kreativ, aber Kreativität muss seine Richtung haben. Das ist ein Sinn, aber das ist ein Sinn, die Lehre. Die jungen Leute, die bei uns anfangen zu studieren, die fragen gleich oft, wie sich das Berufsbild des Designers, die hinterfragen das Berufsbild des Designers. Und wie die Reise so ist, da geht es an die politische Verantwortung. Also ausgrenzen, das Wachstum, das alles ist so, wie wir alle kennen. Wir sind auch heute die Leute, die fragen sich schon. Die Diskussion findet bei unseren Lehrenden statt, sie sind sozusagen die Designer, die Konsumförderung und solche Sachen. Da muss ich sagen, schon bei ihr. Enorme Verantwortung. Da haben wir, ich weiß nicht, wie viele tausend Produkte ich mal, weil es kommen ein paar tausend neue Produkte täglich auf den Markt. Und da gibt es eine Riesenverantwortung, gerade im Designerleben sozusagen oder in der Haltung der Designer ein sehr, sehr starkes, sehr starke Auseinandersetzung und ein Bewusstsein über diese Verantwortung. Also, wie nachhaltig können Sie sortieren, was heißt es, Ressourcen schonen, welche Materialien setze ich ein, wie wird das produziert, wie wird das produziert, wie gehen die Transportwege, wie schaut das in der Logistik aus. Also das ist weit, weit mehr als nur einfach ein Ding, zu einem Ding eine Form zu geben. Das sind ganz, ganz komplexe Überlegungen, die da reinkommen. Drin ist sozusagen Design und ein sehr komplexes Thema, was ich zur vorigen Diskussion noch sagen wollte. Man muss diesen Begriff der Kreativität, der wird überbewertet. Also dieses, man muss das vom Sockel holen, ja? Man muss das runterholen. Das ist etwas Selbstverständliches, ganz Normales. Scheitern inklusive muss möglich sein. Aber dieses durch den internationalen Hype ist Kreativität in der Begriff zu wichtig geworden. Da haben viele Angst und haben Berührungsängste. Und um diese Berührungsängste abzubauen, muss man das ein bisschen vom Sockel runterholen, glaube ich, weil das etwas ist, was in jedem von uns ist. Es ist selbstverständlich und manche können es halt besser und manche haben mehr Talent und nützen es anders. Wichtig ist, dass man, wenn ich da rausschaust, und das steht draußen, Design makes ideas visible. Das ist das, was Design leistet. Adds value, es macht was wertvoll. Und was ganz wichtig ist, es erzeugt Bedeutung. Nur die Dinge, die Bedeutung haben, werden von uns letzten Endes akzeptiert. Und nur die Dinge, die Bedeutung haben, werden letzten Endes auch mit dem entsprechenden Preis und Wert und Wertschätzung dann verbunden und dann funktioniert es. Kurzer Replik von Ihnen. Steirisches Design. Design ist ja eben auch Ausdruck von Lebensweise, von Lebenseinstellungen. Ich finde, es gibt in der Steiermark ein sehr kurzfristiges Beispiel für ein steirisches Design. Das ist da von Birnen angefangen bis zu allem, was die Männer weiter anbrachten. Mag einem gefallen oder nicht, aber wenn man zum Beispiel erstens einmal anschaut von der wirtschaftlichen Bedeutung, durchaus gegeben, zum Zweiten, welche Entwicklungen da stattfinden in der Sprache, von der traditionellen Tracht bis eben zu modernen Formen, das würde durchaus als etwas typisch steirisches da sein, sehr volkstümliches nennen, wenn es darum geht, wir feiern uns, wir haben ja vielleicht mit 2 Wochen wieder das Aufsteuern, wo man sieht, welche Bewegung dabei ist. Bei 100.000 Leute in der Schlagsarena, jeder in seiner Tracht oder Leder und wie auch immer. Und eben nicht nur, das ist das Wichtige, glaube ich, dabei. Nicht einfach traditionelle Tracht, sondern es gibt wahnsinnige neue Entwicklungen. Es gibt auch eine eigene Modeschau, die davor stattfindet. Ich sage das jetzt nicht wegen allfälliger Werbung, die ich da machen möchte für das Fest, muss man ohnehin nicht, weil es wahnsinnig gut schon sein darf. Das geht auch sehr gut. Das würde nur als etwas typisches, das ist ein Beispiel. Die Industrie mit Design betreiben in der Stadt und die eigentlich niemand kennt. Und da würde ich mir wünschen, dass solche Dinge halt auch, wenn wir denen dann eine Plattform geben, eine Präsentationsform geben, die haben verschiedene Preise gekriegt, sind aber natürlich jetzt nicht die
Designer, die sind sehr im industriellen Bereich tätig, schwer zu kommunizierende Produkte, weil es da ergonomische Messgeräte und solche Dinge sind. Ist aber auch wichtig, um den Designbegriff zu transportieren. Und mein Appell, Schlussappell ist, bitte helfen Sie mit, diesen Designbegriff entsprechend zurechtzurücken, dass man von dem Styling und von der Hüllen Design sozusagen als Oberflächenbehübschung wegkommen zu einem Designbegriff, der eher Design als Content und Prozess bildende Maßnahmen für Innovation als Innovationstreiber versteht. Das waren die famous last words. Last words.